Noch hat sie uns alle fest im Griff, die Corona-Krise. Und doch werfen die Ersten schon einen vorsichtigen Blick in die Zukunft. Edgar Göll ist Forscher am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Er weiß, warum die Corona-Krise unser Leben so auf den Kopf gestellt hat. Es ist ein Unterschied, ob man jetzt das in einem Roman liest oder in einem Film sieht. Da ist die Betroffenheit ja eine ganz andere. Und bisher waren solche Epidemien oder Pandemien meistens sehr weit weg. Afrika, Ebola und so weiter oder in Asien, Hühnergrippe und so weiter und so fort. Und das macht natürlich eine ganz andere Betroffenheit. Ne? Man sieht zwar die Bilder von damals, aber dann selbst betroffen zu sein und gesagt zu bekommen, okay, du darfst jetzt nur noch rausgehen, wenn du einkaufen willst, du brauchst einen Mundschutz, ihr müsst Sicherheitsabstand halten, Hände waschen und diese ganzen Hygieneregeln, das hat natürlich in unseren ganzen Alltag hineingereicht, auch jetzt noch, über Monate hin. Und man kann auch nicht genau absehen, je nach Verlauf der Grippeausbreitung, ob es noch mal eine Welle gibt, wo das noch schlimmer wird und so weiter. Also das ist schon was Besonderes, historisch, würde ich fast sagen. Nur vergleichbar vielleicht mit der Grippewelle vor über 100 Jahren, aber auch das war auch eher regional. Ob bewusst oder unbewusst, die Corona-Krise mitsamt des Lockdowns hat unser Verhalten stark beeinflusst. Also früher ist man einfach irgendwo hingegangen, ohne Rücksicht, ohne aufmerksam zu sein. Und das wird zumindest für eine bestimmte Phase schon dazu führen, dass Leute ein bisschen aufmerksamer gucken, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade. Das heißt, die Sinnesorgane können sich da natürlich auch ein bisschen anpassen, ne, und werden dann vorsichtiger. Und dafür sind die Sinnesorgane auch da, dass sie signalisieren, hoppla, hier ist ein Problem. Und wenn man den Eindruck hat, hier könnte ein Virus sein, also gerade wenn ich einem anderen Menschen begegne oder zu nahe komme, dann reagiert natürlich auch das Gehirn. Also manchmal wird das vielleicht übersehen natürlich, ne, und ist nicht immer bewusst. Aber ich glaube, es könnte sogar sein, dass so ein Automatismus sich ergibt, dass die Leute also ohne kurz nachzudenken sagen, okay, ich halte lieber ein bisschen Abstand oder ich achte, wo ich mich hinsetze. Was natürlich angemessen ist, aber was natürlich auch dazu führen kann, dass die Distanz zwischen Menschen manchmal vielleicht ein bisschen zu groß wird. Ne? Aber ich denke, das renkt sich dann wieder ein. Also da wird es eine neue Normalität geben, vermutlich. Diese sogenannte neue Normalität hat als erstes die Wirtschaft lahmgelegt. Der wochenlange Lockdown und die anschließenden Corona-Maßnahmen haben vor allem Industrie und Handel in Mitleidenschaft gezogen. Wir sind im Moment in einer Wirtschaftskrise, die wir so alle miteinander auch nicht erlebt haben. Glaube ich, die gesamte Wirtschaft ist betroffen, einzelne Branchen haben über Wochen, über Monate überhaupt keinen Umsatz gemacht. Das gab es noch nie und ich glaube, wir müssen jetzt alle gemeinsam in die Zukunft schauen. Was muss denn jetzt in dem Moment passieren, damit uns bei einer nächsten Pandemie kein neuer wirtschaftlicher Kollaps droht? Also wir brauchen unbedingt ein Gesundheitscontrolling. Das ist wichtig. Wir müssen, wenn es Ausbrüche gibt an einzelnen Stellen, die auch genau lokalisieren, das ist wichtig, damit wir keine zweite Welle bekommen, denn einen zweiten Lockdown würden wir auch wirtschaftlich hier nicht überstehen. Das ist wichtig. Wir müssen trotzdem auch schauen, dass Liquidität weiter in den Unternehmen besteht und dass wir, und das zeigt ja auch das Konjunkturpaket der Bundesregierung, dass wir auch in die Zukunft investieren, in Zukunftstechnologien investieren. Wir sehen in der Industrie, dass wir auch dort in einem Strukturwandel sind, der jetzt auch durch Corona nochmal extrem auch verschärft wird. Auch dort müssen wir sehen, dass wir in neue Technologien investieren, damit wir gerade in der Industrie gestärkt aus der Krise hervorgehen. Neben der Wirtschaft stand auch das Gesundheitswesen massiv unter Druck. Peter Bobbert, Vorstandsmitglied der Deutschen Ärztekammer, hat diesen Druck in den vergangenen Monaten miterlebt. Er weiß, dass durch die Pandemie bereits viel dazugelernt wurde. Luft nach oben gibt es aber immer noch. Wenn wir über das Gesundheitssystem sprechen, glaube ich, haben wir gelernt, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das gut gewappnet ist, das auch gut diese Herausforderung bewältigen kann, aber wir können besser werden. Und insbesondere, was bei der Finanzierung des Gesundheitssystems angeht, da müssen wir effizienter werden. Wir müssen alle drei Säulen gleichberechtigt behandeln, sowohl den ambulanten und den stationären Bereich, aber auch gerade dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Letzte Säule, da haben wir in den letzten Jahren oft gesehen, dass durch Unterfinanzierung und
fehlender personeller Ausstattung der öffentliche Gesundheitsdienst massiv gelitten hat. Und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung haben wir auch gesehen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst nie die Bedeutung hatte, weil man nicht gesehen hat, worin liegt eigentlich die Bedeutung. Aber spätestens jetzt bei der Covid-19-Pandemie sieht jeder, wie wichtig ein öffentlicher Gesundheitsdienst ist. Und deswegen müssen wir Lehren aus der Covid-19-Pandemie ziehen, indem wir alle drei Säulen des Gesundheitssystems gleichberechtigt behandeln, finanziell, aber auch personell entsprechend ausstatten. Was waren denn die größten Probleme und woran mangelt es immer noch? Das größte Problem praktisch war die mangelnde Schutzausrüstung, sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Praxen. Da hatten wir nicht genug Zeit, um uns die Masse an Schutzausrüstung zu besorgen, die man braucht, um eine Pandemie auch zu bewältigen, die über Wochen oder Monaten andauert. Und das ist ein Problem, was wir auch weiterhin haben. Wir haben Rückmeldungen aus vielen Krankenhäusern in diesem Land, aber auch aus den entsprechenden Arztpraxen, dass die Schutzausrüstung in der Art und Weise, in der Qualität, aber auch in der Menge noch nicht vorhanden ist. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir zukünftig besser darauf vorbereitet sind. Also sprich auch entsprechende Lagerungsmöglichkeiten haben, dass wir das Ganze auf Lager haben, aber auch die Nachproduktion. Da haben wir ja das Problem, dass große Teile der Produktion im Ausland sind und wir dann auch entsprechend durch die Probleme beim Transport dann auch den Mangel haben bei der Nachbeschaffung. Und das sind Dinge, daraus haben wir gelernt und müssen wir zukünftig mehr lernen, damit wir besser auch auf zukünftige Herausforderungen gewappnet sind. Je länger die Pandemie andauert, desto mehr drängt sich die Frage nach einem Impfstoff auf. Für viele Menschen scheint die Impfung das lang ersehnte Allheilmittel zu sein. Peter Bobbert bleibt jedoch realistisch. Der alltägliche Satz ist ja, das Leben nach der Pandemie wird nicht so sein wie vorher. Und zugegebenermaßen in Zukunft zu sehen, das liegt auch mir nicht, das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass die Covid-19-Pandemie als solche nicht auf einen Schlag beendet ist. Auch mit einem Impfstoff, auch gegebenenfalls mit möglichen Therapien, werden wir immer auch mit diesem Erreger gegebenenfalls leben müssen. Wie das Leben dann ausgestaltet sein wird, das kann ich definitiv nicht sagen. In Krisenzeiten wird auch die Frage laut, warum die nötigen Veränderungen nicht schon viel früher angegangen wurden. Die Antwort ist einfach. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben unsere Routinen. Die müssen mehr oder weniger erfolgen. Das und das muss gemacht werden. Dies und jenes gehört zusammen. Auf A folgt B. Und da jetzt auszusteigen, also eine Routine zu verändern, da bedarf es wirklich einem großen Impuls. Und die Geschichte zeigt auch, dass es dann häufig zu solchen Impulsen kommt, die genutzt werden, wenn es zu Katastrophen kommt. Also zu Ereignissen, die alle möglichst gleichzeitig spüren, mehr oder weniger auch betroffen sind und wo auch dann die Wissenschaft und alle Experten sagen, also Leute, hier muss was verändert werden. Also Fukushima war zum Beispiel Eindruck, obwohl das weit weg war, aber es wurde deutlich, Atomenergie kann gefährlich sein, selbst in so einem hochmodernen Land wie Japan. Und da muss was getan werden. Und dann wurde ja umgesteuert. Um diese Veränderung in einer Zukunft nach der Corona-Krise bewerkstelligen zu können, darf die Verantwortung jedoch nicht hin und her geschoben werden. Denn eine Pandemie, wie auch immer sie aussieht, ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wir alle können etwas tun. Das haben wir bei der Covid-19-Pandemie ja auch bis heute gesehen, dass wir alle etwas tun können. Jeder kann individuell was tun, um entsprechend sich bei richtigem Verhalten eine Ausbreitung zu verhindern oder zu reduzieren. Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Aber bei praktischen Beispielen wie der Schutzausrüstung ist sicherlich auch eine politische Komponente dabei, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die es einem Gesundheitssystem erlaubt, solche Maßnahmen auch im Vorfeld zu bewerkstelligen, weil solche Maßnahmen allein die notwendige Beschaffung der entsprechenden Schutzausrüstung und die Lagerung, das kostet Geld und diese finanziellen Mittel, die muss man bereitstellen und das ist sicherlich eine politische Verantwortung. Ob Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft, die Corona-Krise hat uns einige Lehren mit auf den Weg gegeben. Doch bekanntlich lernt man im Leben nie aus. Also was wir lernen können oder sollten, wäre, etwas achtsamer zu leben, darauf zu achten, was ist wirklich wichtig, was ist wert zu leben. Und dann, das bringt dann auch oft mit sich, wenn man Achtsamkeit übt, also sich selber gegenüber, dem eigenen Körper, dem eigenen Wünschen, Möglichkeiten, dass man damit auch achtsamer ist gegenüber anderen Menschen. Ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch achtsamer gegenüber anderen Lebewesen oder auch überhaupt generell über die Natur. Also ich denke, sowas wie Achtsamkeit oder dass man sich über bestimmte Dinge mehr Gedanken macht als bisher, das wäre schon sehr wichtig. Also würden Sie sagen, Sie schauen eher optimistisch in die Zukunft?
Ja, eher hoffnungsvoll. Ob das dann optimistisch wird, das wird sich zeigen. Aber das liegt dann an uns allen, dass wir damit was Positives bewirken. Denn wir müssen ja auch an unsere Kinder und Kindeskinder denken. Und das ist dann auch nochmal ein weiterer Grund, so ein bisschen ein anderes Verhalten an den Tag zu legen.